herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich mit einem Gast, der schon da ist sogar. Genau. Stefan Schmidt ist heute bei mir. Hallo Jens. Schön, dass du es rechtzeitig ins Studio geschafft hast. Denn wir haben heute auch noch die liebe Dagmar Degari bei uns. Und Dagmar haben Sie gerade eben noch bei Astrolife gesehen. Sie ist auf dem Weg durch die riesen Gebäude, durch diesen riesigen Gebäudekomplex. Es dauert halt ein Weilchen, bis man von den anderen Studios hier ist. Das sind ja Kilometer, die man da zurücklegen muss. Also Dagmar Degari auch gleich noch bei uns. Mit Brigitte Gerke werde ich nachher telefonieren. Wir sprechen über Tierkommunikation. Sehr, sehr spannend, was Brigitte zu erzählen hat dazu. Und auch noch nicht ganz sicher ist, ob wir den Prinzen Mario Max zu Schaumburg-Lippe nachher noch in der Sendung haben werden. Denn auch er ist überall in der Welt ja unterwegs, wie Sie wissen. Und wir haben ihn noch nicht fassen können. Also ich bin gespannt, ob das noch hinhaut. Sind wir alle gespannt, ne? Denn es ist wahnsinnig viel los in der Welt. Und genau darüber wollen wir unter anderem mit dir sprechen. Du hast verschiedene Legesysteme mitgebracht. Du bist ja ein Meister des Lenormand und vor allem auch ein Schulmeister. Also du bringst auch viel bei. Du gibst viele Webinare, machst viele Ausbildungen. Das schon über lange Zeit sehr, sehr erfolgreich und immer sehr akribisch gut vorbereitet. Und heute möchtest du uns, vor allem natürlich auch den Zuschauern, auch wieder eine Legung näher bringen. Und auch die hast du wie immer, ich finde das immer sensationell, perfekt vorbereitet. Du hast dann aus deiner Hemdtasche, noch was mitgebracht und hast ihr schon, du hast schon Karten quasi ausgelegt, hast schon eine Legung vorbereitet und hast dann schön kleine Zettel mit Beschriftung dran gelegt, damit man als Zuschauer auch wirklich immer weiß, worüber redet der gute Stefan. Sensationell. Genau. Immer hervorragend vorbereitet. Vielen Dank. Ja, ich finde es immer schön, wenn du da bist. Wie heißt denn die Legung, die du vorbereitet hast? Also die Legung ist eine Tageslegung, weil man hat ja immer besondere Tage irgendwo. Besondere Tage kann es sein, wenn man vielleicht das erste Date hat oder eine Verhandlung, ein Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Oder eine Verhandlung, ein wichtiges Gespräch. Oder auch so ein besonderer Tag kann ja auch ganz profan sein. Man trifft vielleicht die Eltern wieder und möchte einfach mal wissen, wie das wird, wenn Weihnachten ist oder jetzt, wenn man in Urlaub fährt, eben wie ein bestimmter Tag wird, wie 24 Stunden sind. Und da habe ich eine Legung entwickelt, wie man da mehr und mehr eben in die Thematik reingehen kann. Das heißt aber, dieser Tag muss nicht unbedingt der heutige Tag sein und auch nicht der morgige. Man muss sich aber, während man die Karten mischt und bevor man sie dann legt, muss man sich quasi bildlich mit diesem Tag beschäftigen. Also sagen, es geht jetzt um von mir aus den 28. September. An dem Tag will ich meine Eltern treffen. Sagen wir. Genau. Weil letzten Monat haben wir ja eine Monatslegung vorgestellt. Dort kann man verschiedene gute Tage rausfinden. Und jetzt geht es wirklich speziell darum, wenn man weiß, okay, an dem Tag ist was Besonderes oder an dem Tag will ich einfach mal wissen, wie der Tag wird. Dann definiert man den Tag, mischt die Karten und dann legt man einfach 7 Karten aus. Mehr braucht man nicht. Ich habe es jetzt mal so hingelegt, es ist ganz egal, ob man die in eine Reihe legt, untereinander. Ich habe es jetzt halt so mal hingelegt, weil ich finde, das sieht so ganz schön aus. Ja. Und jede Position. Ein kleines Männchen. genau. Deswegen, man muss ja auch durch den Tag laufen, deswegen sieht es aus wie ein kleines Männchen. Ja. Und eben die verschiedenen Positionen bedeuten jetzt was. Mhm. Und wie zum Beispiel hier oben, also wir können ja jetzt mal... Wir gehen mal von oben durch, genau, vom Kopf. Genau, vom Kopf her. Und die erste Karte hier ist eben Thema des Tages. Das gibt die Überschrift des Tages hier an. Und jetzt ist ja auch... Da hast du in diesem Fall ein Schiff gezogen. Was würde die Karte 3 dann bedeuten als Thema des Tages? Also das ist dann ein Tag, wo Wünsche und Sehnsüchte mir bewusst werden. Aber auch, wo ich die Wünsche und Sehnsüchte in die Realität umsetzen kann. Okay, also erstmal werden sie mir überhaupt bewusst. Genau. Aber sie müssen sich nicht dringend an diesem Tag auch erfüllen. Nee. Okay. Also nicht dringend an diesem Tag. Mhm. Aber nehmen wir jetzt mal an, du möchtest deinen Herzenspartner oder deinen Herzensdame treffen und da kommt das Schiff ganz oben, dann wird dir bewusst, was du eigentlich in der Partnerschaft für Wünsche und Sehnsüchte magst. Und das teilst du dann aber auch dem Gegenüber mit und das ist eigentlich ganz schön. Ja, sehr schön. Und wenn wir schon bei den Gefühlen sind, es ist ja auch wichtig, wie man sich an so einem Tag fühlt. Ja. Also wie fühlt man sich in der Situation? Das ist diese, die zweite Position. Das ist jetzt nur bei dem Fragesteller im Inneren. Das kriegt jetzt das Gegenüber nicht mit. Das ist ganz schön. Also so. Wobei man natürlich sagen kann, das kann das Gegenüber natürlich auf einer unbewussten Ebene natürlich mitbekommen. Denn da strahle ich ja aus, was in mir an Gefühl ist. Also so gesehen kriegst du es schon mit, aber eben auf einer etwas anderen Ebene. Genau.
Und dann geht man aber auch in die Realität, also weg von den Gefühlen, was wirklich passiert an dem Tag. Mhm. Das sieht man eben hier an der dritten Position. Beim Storch würde ich jetzt sagen, Mensch, da kommt eine schöne Veränderung. Wünsche, Sehnsüchte teilst du mit. Und dann geht's in die Veränderung und du kommst da an ein Ziel auch ran. Was ist hier bei den Gefühlen? Da haben wir den Reitersmann da oben. Den auch, Reiter, den? Da würde ich sagen, Reiter ist für mich immer Bewegung, Motorik. Ja. Da fährt man innerlich Achterbahn, mhm, wenn man dann den Herzenspartner trifft. Ja. Und ja, man denkt mal da, dort, man wirkt auch zerstreut dann so, mhm, ein bisschen, würde, mhm, ich hier sagen. Aber wie gesagt, da muss man jetzt gar nicht meine Bedeutung nehmen. Wichtig ist, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Bedeutung haben. Das können ein, zwei sein. Und die legt man eben, die kombiniert man dann mit den Positionen, mhm, eben. Okay. Dann haben wir die vierte Position hier. Wie soll ich mich an dem Tag verhalten? Mhm. Also stell dir mal vor, du bist beim ersten Date jetzt und dann kriegst du da eine ganz konkrete Anleitung. Mensch, soll man flirten? Soll man dem Mann oder der Frau Komplimente machen? Hier, der Blumenstrauß würde ich jetzt Komplimente machen. Mhm. Oder vielleicht ein kleines Präsent mitnehmen. Natürlich nicht so übertrieben, aber vielleicht eine kleine Blume oder so. Eben, wie kann ich mich konkret in diesem Tag verhalten? Mhm. Und dann haben wir hier die fünfte Position. Es gibt ja auch Tage, die man nicht so gerne hat. Ja. Und da braucht man eine Motivation. Mhm. Stell dir vor, wenn du irgendwie zum Finanzamt musst und da verhandeln musst wegen der Steuer. Und was ist da deine Motivation? Was kann dich aufrichten, damit du eine tolle Ausstrahlung hast, dass du auch, mhm, an dein Ziel kommst? Und es gibt ja eben die fünfte Position. Und das wäre in diesem Fall, also da ist der Anker? Das ist der Anker. Da würde ich sagen, dass man vorher mal die Situation durchspielen soll und auf jeden Fall auch einen Talisman dabei haben, mhm, soll, weil das ist für mich ein Talisman, der Anker, dass man auch in die Hosentasche greifen kann und genau. Wirklich so ein bisschen fester, also dass man was hat, was man spüren kann, genau, und an dem man sich dann so ein bisschen eben verankern kann, mhm, vielleicht so ein bisschen erden, einfach ein bisschen runterkommt, wieder ruhiger wird. Genau. Das ist dann natürlich auch eine Variante. Also gerade, weil du ja in diesem Fall bei dieser Legung jetzt hier gerade so wie die Karten liegen, ja auch diese innerlichen Gefühle, das war ja eher so die Aufregung. Und um die Aufregung einfach mal ein bisschen, genau, zu dimmen, wirklich mal tief einatmen, diesen Talisman festhalten und... Ja, genau, absolut. Runter. Und hier unten, 6 und 7, das ist dann, wenn du abends im Bett liegst, wie, ja, du dich da fühlst, wie du darüber nachdenkst, was du auch aus dem Tag gelernt hast. Mhm. Also die sechste Position, das wird einem sofort bewusst. Also, mhm, am Abend noch, wenn du im Bett liegst, das wird dir bewusst sein. Und die siebte Position, das wird dir dann so in 3-4 Tagen vielleicht bewusst sein, eben, was du aus dem Tag Positives mitnehmen kannst. In diesem Fall, auf der Position 6, sehen wir so eine, was ist das, offene Box mit einem Ring? Genau, oder? Das ist meine ja... Güte. Das heißt, wie ist der Tag gelaufen? Du, also, hast ein Eheversprechen abgegeben. Genau, ich habe schon einen Heiratsantrag meiner Freundin gemacht. Aber also wenn das erste Date wäre, das ist wunderbar. Der Ring, mhm, da kommt man schon ein Stück weiter, da, mhm, bindet man sich. Ring steht für mich auch für Wiederholung. Da trifft, ja, man sicherlich den Herzenspartner nochmal. Mhm. Und eben, was einem später bewusst wird, der Weg, dass man auch ein Stück weit den Weg gehen kann und auch einen langen Weg miteinander gehen kann. Mhm. Also es ist eigentlich eine traumhafte Legung gerade. Ja, hast du das Bild. Jetzt muss ich natürlich fragen, du hast ja vor der Sendung, hast du es ja schon hingelegt, damit wir gut vorbereitet sind. Woran hast du in dem Moment gedacht, als du die Karten gemischt? Ich habe an meine Freundin gedacht. So. Guck mal. Weil ich eigentlich schreiben gemusst habe und ich hatte keine Zeit. Und dann passt dann wirklich. Jetzt mit, ja, der Legung gesagt. Und Präsent muss ich auch noch, weil sie bald Geburtstag hat. Deswegen, also, das passt. Siehste. Aber das Schöne ist, also du weißt... Heute Abend, du siehst sie wieder. Ja, das, genau, wir telefonieren ja zumindest, genau. Siehste. Ja, du musst sie ja nicht an dem Abend wieder sehen, genau, aber es ist klar, ihr seht euch, mhm, wieder und ja, alles wird schön. Du wirst, genau, wie gesagt, das Eheversprechen hast du ja schon abgegeben, also da wird's. Hast du schon einen Termin? Mai, wir wollen im Mai heiraten. Ist zwar astrologisch nicht gut, aber... Nein, aber es geht halt nach Gefühl. Ja, genau. Ja. Du erklärst immer so schön. Danke. Und ich weiß, du warst ja, ich habe dich, als wir uns gestern getroffen haben in der Redaktion, habe ich ja gesagt, der Großmeister der Questico-Akademie ist da. Das ist lieb. Ja. Und die Questico-Akademie gibt es ja nicht mehr, aber du bist ein ganz, ganz toller Webinarleiter gewesen. Gibt es weiterhin Webinare? Wo kann man dich finden? Wo gibt es weiterhin Ausbildung von dir? Also man kann auf jeden Fall über Questico Fernseminare mit mir machen. Also, mhm, einfach über Questico-E-Mail mich anschreiben, dann kriegt man da auch die Übersicht. Und warum ich dieses Wissen habe, mit 13 sind mir die Karten in die Hände gefallen und irgendwie niemand wollte mir es zeigen, wie es geht. Ja. Und deswegen musste ich mir das alles selbst beibringen. Und so habe ich halt, wie ein anderer vielleicht Geige spielen,
lernen oder Klavier spielen lernen, habe ich wirklich meine halbe Kindheit mit den Karten und den Sternen verbracht und mir halt selbst mein eigenes System so kreiert. Und deswegen ist es auch so detailliert und deswegen kann ich es halt erklären. Und das rate ich den Zuschauern auch immer, wirklich sich auf sein eigenes Bauchgefühl verlassen. Und wenn das Schiff eben beim Zuschauer für Schwimmen gehen oder Arbeit eben heißt, dann ist das die Karte. Deswegen, da gibt es kein richtig oder falsch. Und das, was ich sage, das ist auch nicht ein Stein gemeißelt, sondern das muss irgendwo jeder selber auch für sich rausfinden. Du hast, als wir auch noch Anfang des Jahres uns hier in der Sendung gesehen haben, da gab es ja auch noch die Questico-Akademie, da hast du deine Webinare auch immer vorgestellt und du hast ganz viel Schriftstücke gehabt. Also du hast eigentlich schon, du hast über die ganzen Jahre, die du das machst, hast du quasi schon 2-3 Bücher im Prinzip, hättest du schon geschrieben. Wann gibt es mal von dir sowas wie ein Buch? Oder ist das nicht geplant, weil du sagst, das packe ich alles in die Ausbildung, ich muss nicht noch ein extra Buch rausgeben? Das Schlimme, in meinem Studium musste man ja auch eine Examensarbeit schreiben und das war für mich die Hölle zu schreiben. Also die Skripte mache ich gern und meine beste Freundin, die musste das korrigieren, die hat gesagt, schreib niemals mehr ein Buch. Deshalb, ich bin eher so der Erklärbär und ich mache das so lieber gerne. Deshalb Buch, vielleicht mache ich es irgendwann mal, aber mein Herzblut liegt eben beim Erklären, beim Beibringen und nicht so Bücher schreiben. Und da vielleicht auch noch mal, wer ein Webinar, weil du es, glaube ich, nicht unbedingt sagen magst, Webinare, wer ein Webinar bei Stefan mal buchen möchte, bei Sofengo, ist ja inzwischen auch Partner von Questico im Online-Bereich, im Webinar-Bereich. Also da kann man dich dann auch finden und ein Webinar bei dir buchen. Ganz lieben Dank bis hierhin. Wir machen gleich noch eine Legung für die Welt quasi und gucken uns mal das Weltgeschehen an. Bestimmt auch sehr, sehr spannend, was uns da in diesem Jahr noch erwartet. Jetzt haben wir für Sie ein paar Berater unseres Partners Questico, so wie Stefan auch einer ist, im Bewegtbild. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung. Ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Die meisten Kunden, die mich anrufen, sind in einer Sackgasse angekommen. Und dann ist es meine Aufgabe, sie an die Hand zu nehmen, dass wir uns gemeinsam umdrehen und in die andere Richtung zu gehen. Immer da, wo das Licht ist. Und erst dann trauen wir uns wieder, Luft zu holen. Dann ist das Leben wieder schön, sich auf das zu konzentrieren, was wir haben wollen. Und das alles, die Dunkelheit, die Trübsal hinter uns zu lassen. Da sind wir wieder und haben gleich am Telefon Brigitte Gerke. Mit Brigitte sprechen wir gleich über die Tierkommunikation, denn sie berät nicht nur Menschen zu ihrem eigenen Leben, sondern bringt auch eine Verbindung zu ihren Haustieren da. Denn da fällt die Kommunikation zwischen Halter und Tier vielleicht nicht immer ganz so leicht oder manchmal versteht man das Tier nicht so ganz, was will es jetzt. Und da kann Brigitte dann weiterhelfen. Sie ist am Telefon. Hallo Brigitte. Hallo, ich grüße dich. Da ist sie. Brigitte, schön, dass du da bist. Tierkommunikation, ein weites Feld und ein wahrscheinlich sehr, sehr interessantes. Du hast bestimmt schon sehr, sehr spannende Geschichten erlebt. Ja, da war so einiges. Ich erinnere mich an einen Kater einer Kollegin. Sie arbeitet nicht bei Questico, sondern woanders. Sie rief mich an, ganz verzweifelt. Der Kater war so schwerst krank. Und nun hat sie ihn heilen lassen. War alles gut, bloß jetzt sollte er sterben. Und der hat nicht dran gedacht. Moment, also sie hat ihn heilen lassen, aber er musste sterben? Ja, er war uralt und nun sollte er mal nach Hause gehen. Okay. Ja? Mhm. Und dann habe ich diese Zwischenübersetzung gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe ihr genau erklärt, dass er gar nicht dran denkt. Er möchte bitteschön sich, wenn richtig, verabschieden
Und das ging über Wochen. Sie hat mich fast täglich angerufen, war immer in Panik. Und jetzt? Und was macht er jetzt? Und was soll ich tun? Und ja, ich habe sie so begleitet auf diesem Weg, vor allen Dingen auch den Kater, mit dem habe ich gesprochen. Er hat immer gesagt, die macht so Panik, die soll mal weggehen. Ja? Und den letzten Abend, da wusste ich, jetzt geht's in die Richtung. Mhm. Und da wollte sie unbedingt bei ihm sein und er wollte seine Ruhe haben, sie soll schlafen gehen. Mhm. Ja, und er ist in dieser Nacht gegangen. Mhm. Was genau empfängst du dann? Sind das Bilder? Sind das Worte? Was kriegst du da, wenn du mit Tieren in Verbindung bist? Es ist quer durch. Also ich bekomme Bilder. Von ihm habe ich auch Worte gehört. Er war höchst irritiert und genervt von dieser Frau, die nur unbedingt ihm schon ein Lager bereitet hat, dass er sich dahin legen soll zum Donnerwetter und endlich sterben. Er hatte vorher so überall Ausschlag und das hat sie heilen lassen von Tierärzten und jetzt war er sauber und nun konnte er in die andere Welt gehen. Und er dachte nicht dran. Er dachte nicht dran. Er war jetzt von diesem Ausschlag geheilt. Richtig. Hat der Kater dazu auch was gesagt, dass das aber zumindest schon mal ganz schön war, dass sie ihn zum Tierarzt gebracht hat und er... Richtig. Ja. Der Tierarzt, also er hatte auch schwer Krebs, der Tierarzt wollte ihm eine Spritze geben und da hat sie gesagt, nein, ich nehme ihn mit nach Hause, er wird von alleine sterben. Mhm. Und er hat ihren Stinkefinger gezeigt. Er dachte gar nicht dran. Ja, also es ging wirklich über Wochen, wo sie immer wieder panisch anrief, die liebe Kollegin. Mhm. Und... Ja. Ja, dann hast du wahrscheinlich auch noch ein paar andere Geschichten erlebt, die jetzt nicht direkt dann mit dem Sterben eines Tieres zu tun hatten. Vielleicht auch verschwundene Tiere, die du dann, wo du wusstest, wo die sich aufhalten? Oder? Das kam auch so. Ein Kater hat sich war sehr neugierig in einer Garage und da hat er sich dann dort versteckt. Und dann ging die Tür zu und nichts war. Und er hat überlebt. 2 Wochen und dann kam er an und war ziemlich mickrig bei seinem Frauchen wieder, aber er ist dann wieder genesen, wurde richtig fit und ja. Und du konntest sagen, dass der Kater in einer Garage gefangen ist, oder? Nein, ich habe bloß von ihm gehört, er will irgendwo raus, ich habe nicht mitgekriegt, wo es genau war. Okay. Aber dass er in ihrer Umgebung war, das wusste ich. Und ich wusste auch, dass er herauskommt. Hast du auch so Fälle, wo Menschen dich anrufen, Tierhalter, die dann sagen, also mein Kater oder mein Hund verhält sich irgendwie ganz merkwürdig, was ist mit dem los? Ja, dann unterhalte ich mich mit dem Kater oder mit dem Hund. Mhm. Natürlich. Und natürlich, es sagen auch immer so alle Tiertrainer, die jetzt auf eine andere Art und Weise natürlich mit den Tieren kommunizieren, als du das tust. Wenn sie mit Tieren arbeiten, sagen sie immer, also da arbeiten wir natürlich auch immer mit den Haltern. Also es ist mehr die Haltererziehung als die Tiererziehung. Wie ist das bei dir? Also ist das dann auch im Prinzip eine Form von Lebensberatung, die du den Haltern dann gibst? Richtig. Es ist ja so, dass wenn jemand ein Tier hat, das krank ist, ist das Tier nur krank, weil mit dem Halter was nicht in Ordnung ist. Die Tiere übernehmen sehr viel für uns. Ja. Ja? Und dann gilt es natürlich, wenn es nicht so am letzten Zipfel ist, wie es bei dem Kater war, heißt es, dem Halter zu übersetzen, was das Tier von dem Halter möchte. Mhm. Ja? Das heißt, wirklich die Kommunikation rechts und links. Sie stehen dann gedanklich einer rechts, der andere links und ich bin der Übersetzer in der Mitte. Also wenn jemand ein Problem gerade mit seinem Tier hat, dann Brigitte anrufen und auch ansonsten, wenn es andere Lebensthemen gibt, bist du natürlich auch gerne für die Anrufer da. Wann bist du zu erreichen, gleich jetzt? Ja, so etwa 16 Uhr. Ja, ne? Also nach unserer Sendung, dann noch ein Stündchen Pause und dann geht's an die Telefone. Genau. Dann heute noch viel, viel Freude und natürlich auch noch den Rest der Woche. Ganz lieben Dank, dass du für uns da warst. Herzlichen Dank. Tschüss, Brigitte. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und jetzt haben wir für Sie einen werberelevanten Hinweis.
Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Da sind wir, und jetzt ist auch Dagmar Degari da, eben noch Hallo. Bei AstroLive. Ja. Deswegen konntest du nicht direkt am Anfang hier sein, genau. Denn es sind ja kilometerlange Gänge hier durch unsere riesigen Gebäudekomplexe. Ja, die heiligen Hallen von AstroTV, hast du schön gesagt. Was gibt es bei dir Heiliges im Leben? Meine Kinder, natürlich auch mein Kater. Ne? Sie, du hast einen Kater. Wie alt ist der? Der ist 5. Ja. Den habe ich damals von jemandem abgeholt. Oh, es wird gerade gesagt, wir haben keinen Ton von dir. Dann hast du die Keule da? Ja! Komm. So, komm her. So. Darfst du die jetzt nehmen? Gut. So, was ist mir heilig? Ja, deine Kinder, meine Kinder, dein Kater, der ist 5 Jahre meine alt. Lieben. Mein Kater ist 5 Jahre alt, den habe ich damals von einer Frau abgeholt, die hat für den Tierschutz gearbeitet und die hat den aus einer Wohnung rausgeholt, da waren wohl noch 20 andere Kater oder Katzen und war ziemlich verwahrlost. Mhm. Und das merkt man heute noch an seinem Verhalten, ne? Der ist ziemlich... Das heißt, was macht der? Also ja, der ist sehr scheu. Der pinkelt überall hin. Nein, das nicht. Also ich habe den schon ganz gut hingekriegt. Ne? Aber der ist sehr scheu und lässt sich auch nicht einfangen, wie gesagt. Und was vor allen Dingen auch heute noch ist, der hat immer Angst, nicht genug zu fressen zu kriegen. Ja. Ne? Der muss immer einen vollen Napf haben, auch wenn er schon pappesatt ist. Aber er ist immer, hat immer Angst, dass der Napf nicht voll genug ist. Und ne? Ist das dann auch so, also wenn du dann Essen in den Napf tust, also frisst er auch alles auf einmal auf? Weil normalerweise lassen Katzen, also die essen immer ein bisschen und dann lassen sie richtig. Den Rest dann auch. Also das macht er schon noch. Also der, das der macht lässt er schon auch noch, drin, ja. Der ist vor kurzem noch abgehauen, da war der 10 Tage weg. Ja, okay. Ja, da kam dann so ein, irgendwann mal abends, als ich nach Hause kam, so ein Stück Fell und Knochen dann an. Ne? Und dann... Ja, und dann war ich natürlich froh, dass er wieder da war. Ne? Das heißt, du hast Haus mit Garten, also er kann auch ganz normal raus. Darf der raus oder ist der eigentlich... Ist das ja, also er darf schon raus, aber das Problem ist, ich wohne unterm Dach. Ne? Ja, und das ist so ein Einfamilienhaus und das ist eine Anliegerwohnung. Mhm. Das heißt, der muss dann aus dem Fenster springen oder gibt's ja, ich habe den rausgelassen, die Tür offen gelassen, weil der Paketmann kam. Ja. was gab von Zalando? Nein, was gab es denn für ein schönes Paket? Ich habe tatsächlich Schuhe bestellt. Das war wirklich so, ja. So ein paar Latschen für den Sommer, weißt du? Ich bin hellsichtig. Ja, wen wundert's? Ja, in dem Umfeld? Keine Frage, ja, genau. Tatsächlich. So, und deine Kinder sind dir heilig? Meine Kinder sind mir heilig, ja. Davon gibt es 2. Ich habe 2, genau. Ich habe einen großen Jungen, der ist bereits 28. Ui. Und ich werde Oma jetzt demnächst. Ich wollte gerade fragen, ja, wie ist denn, jetzt sind doch gerade Ferien. Okay. 28, meine Güte. Ja, ja. Da warst du aber stark minderjährig, als du den bekommen hast, oder? Nee, das nicht. Ich war 23, ganz normal. Junge Mutter. Ja. Mann, so 28 und dann noch eine Tochter wahrscheinlich? Ja, die wird jetzt auch am 14. am Sonntag wird sie also auch 21. 21. Ein junges Ding. Ja, ich habe meine Pflicht getan bald. Ja, Respekt. Also die sind beide noch zu Hause? Nein. Nee, der Sohn nee, ist nee, raus, haben, die Tochter ist noch da. Ja, mein Sohn, der ist ja verheiratet. Meine Tochter ist, hat auch eine eigene Wohnung, jetzt auch in glücklichen Händen, glaube ich, ja. Und auch alle mit einem Job, der Spaß macht und ja, nicht auch. Aus dem spirituellen Bereich. Gott sei Dank nicht. Nee. Wie war das so? Ich meine, du arbeitest ja schon eine ganze Zeit in dem Bereich. Wie war das so für deine Kinder im Aufwachsen? Haben die das registriert? Fanden die das komisch? Oder, weil man sagt ja immer, Kinder haben ja noch einen ganz anderen Zugang zu all dem und nehmen auch noch Dinge ganz anders wahr. Hast du das bei deinen Kindern auch so wahrgenommen? Hast du sowas dann gefördert oder haben die mit dir gar nicht über sowas gesprochen? Ach, die fanden das immer doof, ja. Ehrlich gesagt, ja. Mhm. Ich habe ja viele Rückführungen gemacht mit meiner Tochter. Da haben wir also einiges rausgekriegt. Mein Sohn hat es einmal gemacht, aber der fand das immer Quatsch. Ne? Ja. Hypnose, ne, halt. Aber ansonsten, nee, die haben nichts damit am Hut.
Jetzt hast du gerade Hypnose erwähnt. Du hast, wir beide haben ja eine Hypnose-Ausbildung schon hinter uns, auch schon mehrere. Ja. Arbeitest du mit Hypnose dann eigentlich auch? Also du arbeitest ja eigentlich anders, aber kommen manchmal so Hypnose-Elemente mit vor oder gehst du überhaupt in die Richtung? Teilweise. Also Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich mit Hypnose arbeite. Ich fördere das jetzt nicht. Mhm. Es ist kein Schwerpunkt. Aber es gibt immer wieder mal Nachfragen und dann kommen Leute nach Berlin und dann miete ich ein Büro stundenweise und dann machen wir das dann da. Gab es einen Grund, warum du dich vor vielen, vielen Jahren mal für Hypnose entschieden hast? Wie bist du drauf gekommen überhaupt? Ja, Hypnose ist doch interessant. Ja, ne? Es ist schon sehr starkes, mächtiges Instrument und ich finde es sehr interessant und ich möchte aber nicht hauptberuflich daran arbeiten. Ich finde es hier im Fernsehen und Kartenlegen und so weiter, finde ich einfach schöner. Ja, aber ansonsten machen so eine Hypnosesitzung natürlich auch mal immer Spaß. Noch. Das ist natürlich gerade, weil du sagst, arbeitest auch viel so im Bereich Rückführung. Da ist Hypnose natürlich ein sehr, sehr tolles Instrument. Genau. Für, ne? In der Astrologie kann man ja auch viel mit Karma arbeiten. Ne? Das ist dann eingebunden. Ne? Hast du da in diesen Rückführungssitzungen, was hast du da so für ein vielleicht ein ganz spannendes Erlebnis gehabt? Weil da passieren ja wirklich, ich habe ja auch in Hypnosesitzungen mit Klienten so wirklich die wildesten Geschichten erlebt. Hast du auch eine anzubieten? Ja, du kennst das ja, mehrere. Ja. Und also eigentlich die interessanteste war meine Tochter. Ach, gucke. Ja. Darauf hat sie sich eingelassen? Darauf hat sie sich eingelassen, ja. Und was ich total witzig fand, die ist als Neandertaler. Hat sie irgendwie damals mal irgendwas erlegt. Ne? Das war ist mal eine weite Rückführung. Ja, ja, wirklich. Ja. Sie war das schwächste männliche Glied in dieser Gruppe und hat wohl das Größte da erlegt und war dann von dem an irgendwie, wahrscheinlich war sie ja sowieso männlich, dann von da an also auch ein vollwertiges Mitglied. Also das fand ich sehr witzig, ne? Was mir gerade so spontan einfällt. Ne? Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, ja. So, deswegen war dann, ab diesem Zeitpunkt war in ihrem Leben eigentlich alles geklärt. Also jetzt war sie auch, hat sie so eine Anführerkraft bekommen. Ja, sie ist auch heute noch Löwe, Aszendent Löwe. Guck mal, große die Löwen. Das heißt, sie hat jetzt oder hatte Geburtstag? Sie hat jetzt am Sonntag. Ach, guck mal, so. Mensch, dann feiern wir alle ein bisschen mit. Genau. Freuen wir uns. Das machen wir. Ja, wir machen nachher noch nachgefragt mit dir. Da gibt es dann noch viel mehr Fragen. Ja, die Regie sagt gerade, das war ja im Prinzip auch schon so ein Stück weit nachgefragt. Ja. Aber das sind noch mal ganz spezielle Fragen. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe sie auch noch nicht gelesen, weil es auch noch nicht, worum es da so geht. Okay, bin gespannt. Ja, ich auch, sehr. Jetzt haben wir für Sie noch mal einen werberelevanten Hinweis. Spirit and Business, die TV-bekannte Runenmeisterin und Autorin Stefanie Gralewski, führt Sie in die erfolgreiche Selbstständigkeit. Themen: Marketing für spirituelle Unternehmen, Beratungstechniken, Zeitmanagement. Ein All-Inclusive-Paket inklusive Übernachtung und Vollverpflegung im 5-Sterne-Hotel in Hannover. 7. bis 9. Oktober 2016. Mehr Infos unter www.kartenlegen-berlin.de. Ja, ich habe gerade Stefan gefragt, ob man denn auch mit den Lenormand-Karten so eine Rückführung machen kann bis zurück ins Neandertal. Geht, ne? Also könnte man. Man könnte es. Da muss man aber eher festlegen, in welches Leben man gucken mag. Mhm. Also das ist dann ins letzte Leben oder man nennt ein Problem, was man hat zum Beispiel. Man gerät immer an gebundene Partner. Dann kann man eben gucken, wo die Ursache des Problems ist und wie man es dann auch auflösen kann. Mhm. Jetzt lösen wir etwas anderes auf, nämlich was ich greif schon mal zu dieses Karten. Jahr noch so alles passiert im großen Weltgeschehen. Und das, was da draußen in der großen Welt passiert, das betrifft uns natürlich auch alle hier. Also auch wenn irgendwas in den USA passiert, ist das natürlich etwas, was Deutschland in irgendeiner Form betrifft, damit natürlich auch jeden von uns. Und wie ja immer so gerne gesagt wird, was da draußen im Großen passiert, das passiert auch bei uns im Kleinen, im Inneren. Also diese ganzen Konflikte, die wir im ersten Halbjahr so bisher erlebt haben, auch mit den ganzen Anschlägen, das sind auch so innere Konflikte, die in uns ein Stück weit stattfinden. Also ist natürlich ganz interessant, mal zu sehen, was
kommt auf uns noch bis Ende des Jahres so zu? Und was bedeutet das für uns persönlich dann vielleicht auch? Ja. Absolut. Und im ersten Teil haben wir ja eine persönliche Legung vorgestellt. Genau. Und jetzt gucken wir, die Astrologie nennt das Mundanastrologie. Mhm. Und also das Weltgeschehen, oder man kann auch auf eine Stadt gucken oder man kann auf ein ganzes Land gucken. Ich würde fast vorschlagen, wir gucken einfach mal auf Deutschland. Ja. Dass wir da einfach mal schauen, wie das weitergeht. Und ich erkläre es auch gleich, wie das jeder von zu Hause auch machen kann. Vielleicht auch mal für die eigene Stadt oder den eigenen Stadtteil zu gucken, wo man eben wohnt. Ja. Also ich stelle jetzt einfach die Frage an die Karten, wie geht es in Deutschland weiter das nächste halbe Jahr? Ja. Und meine Methode ist immer, dass ich jetzt nicht an die Frage denke, sondern ich rede jetzt mit dir und wir können über Bundesliga fängt bald an oder wie auch immer, und dann höre ich irgendwann mal auf zu mischen. Oder über Frösche, weil gerade einer hier steht. Genau. Und jetzt lege ich ein großes Kartenbild aus. Ja. Also meine Methode ist jetzt einfach 9 Karten A4 rein. 3, 6, 9. Und jetzt nimmt man nicht die persönlichen Bedeutungen der Lenormand-Karten, sondern ich habe jetzt das Weltgeschehen eben darauf übertragen. Man kann jetzt, also was erstmal interessant ist, wir haben ja eine Bundeskanzlerin, also wie das mit der Politik weitergeht, da nimmt man dann die weibliche Hauptperson eben. Jetzt schauen wir mal, wann sie kommt. Und da gibt es auch einen Trick. Ich will ja nicht nur in die Zukunft, sondern auch in die Vergangenheit und Gegenwart schauen. Ja. Also hier habe ich jetzt die weibliche Hauptpersonenkarte. Und alles, was links von dieser Karte liegt, also hier, das war die Vergangenheit. Okay. Alles, was oberhalb und unterhalb der Karte liegt, das ist die Gegenwart. So fühlt sich im Moment Frau Merkel. Und alles, was rechts davon liegt, das wird die Zukunft sein. Und da mit den Themen muss sie sich eben auch beschäftigen. Und die Frage ist ja mit diesen Lebenseinschnitten, also diese ganze Gefahr und so weiter. Das ist beim Kartenbild, das wäre die Sense. Also da guckt man wirklich hier auf die Sense. Und hier hat man die Vergangenheit, sehr viel Aufregung eben. Der Sarg liegt da in der Vergangenheit. Das heißt, also hier Sense, hier der Sarg, da sind heftige Dinge eben auch passiert. Ja. Aber Gott sei Dank liegen die Mäuse an diesen Lebenseinschnitten in Deutschland. In der Gegenwart? Und die Mäuse nagen das langsam auf, und da liegt auch die guten Beziehungen zu den anderen Ländern eben, was Deutschland hat, und die mächtige Stellung. Deshalb wird es relativ ruhig werden, sag ich jetzt mal. Okay. Ich lehne mich da weit aus dem Fenster, weil es wahrscheinlich niemand denkt. Aber Nee, aber also, es ist ja vielleicht jetzt auch gerade ein bisschen ruhiger geworden, wenn wir das mal so vergleichen, was in den letzten Monaten davor so passiert ist. Es ist jetzt zumindest schon ein kleines bisschen ruhiger, und hier wäre jetzt, das ist aber nicht die, doch, das ist die Zukunft dieser Lebenseinschnitte. Also wo wird es Lebenseinschnitte geben in Deutschland? Und das ist eher im Alltag, dass sich wirklich die Menschen im Alltag umstrukturieren müssen, was auch mit Arbeit zu tun hat. Also dass vielleicht eher Homeoffice kommen wird in Deutschland, eher die Arbeitsstrukturen werden aufgelöst. Und es gibt auch noch Lebenseinschnitte, eben ganz klar alles, was mit Familie zu tun hat. Also die Familienpolitik müsste sich auch irgendwo umdrehen. Also eher wieder, ich denke fast, dass die innerpolitischen Dinge hier wieder viel, viel aktueller werden in den Fokus Zeit. Rücken, genau. Denke ich auch, denn wir sehen ja schon wieder überall die Wahlplakate, und da interessiert, denke ich mal, bei Wahlen oder so vor den Wahlen, eben immer eher so die Themen, die mich persönlich betreffen, also den Wähler persönlich betreffen. Da interessiert jetzt erstmal nicht, was passiert in den USA oder irgendwo in anderen Ländern. Und deswegen wahrscheinlich ist es tatsächlich, dass es hier mehr um Innerpolitisches geht. Jetzt hast du hier ja die Frau Merkel schon erwähnt. Genau. Das heißt, wir haben einmal also das, was die Zukunft an Karten zeigt, wie es hier mit dem Sensenmann passiert. Das ist aber auch die Vergangenheit gleichzeitig von Frau Merkel, was sie so beschäftigt hat. Das genau, ist interessant. Genau. Also zum Beispiel die Lebenseinschnitte, also alles, was ja links liegt, das ist hier dieser ganze Bereich hier. Diese richtigen Lebenseinschnitte haben sie überrascht. Also das kam auch relativ überraschend für Frau Merkel, sage ich jetzt mal. Und sie wird auch ihren Kurs korrigieren, weil hier der Fuchs liegt, und der Fuchs ist immer so ein bisschen der falsche Weg. Und auch sie ist gut beraten, in Zukunft, gerade bei den Wahlen, sehr viel aufs Gesundheitssystem zu achten und auf den ganzen Finanzbereich auch. Weil der Turm steht jetzt im Kartenlegen, jetzt in dem Mundanbereich eben fürs Finanzsystem, und hier der Baum eben fürs Gesundheitssystem.
Und, das sind eben so klassische Themen. Ne? Genau. Das ist das, was den Wähler interessiert. Meine Gesundheit, kann ich mir das noch alles leisten? Gesundheitssystem, sagen wir, die Kassen sind ja leer, ich muss immer mehr selber bezahlen. Das können sich viele eben nicht mehr leisten. Und klar, dann das Finanzsystem. Ich habe immer weniger. Was ist mit den Renten? Was ist überhaupt mit den Gehältern? Wir haben immer so das Gefühl, die Preise steigen schneller, als unser Gehalt da vielleicht nachziehen kann. Und das ist nicht nur ein Gefühl, das ist auch ja nachgewiesen, dass alles andere stärker gestiegen ist und wir im Prinzip immer so einen Lohnverlust eigentlich haben, dass wir genau. immer weniger in der Tasche haben. Also das sind natürlich Themen, die ganz wichtig sind. Jetzt sehen wir hier aber auch die Blumen. Die Blumen waren ja vorhin in der persönlichen Legung, war ja hier schön, Komplimente. Stimmt. Also wird Frau Merkel in Zukunft Komplimente erhalten für ihre Arbeit, also gewählt, wiedergewählt werden? Oder bedeutet das, sie macht uns Komplimente, dem Wähler, und vielleicht auch Komplimente, das heißt Wahlversprechen, die dann aber auch eingehalten werden? Oder? Ja, das sind die Wahlversprechen eher. Aber die Blumen, also jetzt auf Frau Merkel bezogen, sie macht Wahlversprechen, die aber schon mal da waren. Und da muss sie aufpassen, dass das nicht ihr Genick bricht. Ja, weil alles das wiederholt sich im Leben. Genau, weil da die Wiederholung liegt. Ja. Aber die Blumen stehen auch eher, weil bei so einem Weltgeschehen kann man auch immer einen Schwank zum Persönlichen machen. Jetzt, wie kann ich in dem Land leben? Wie ist die persönliche Lebensqualität hier? Und das kann ich an den Blumen ablesen. So wie oberhalb und unterhalb das liegt, das ist die persönliche Lebensqualität eben. Und wenn ich wissen will, das heißt, die wäre in diesem Fall? Das heißt, man kann hier gut seine Beziehungen ausbauen. Mhm. Man hat hier auch eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Ruhe. Also Deutschland ist wirklich so ein Land, wo man zur Ruhe kommen kann. Und das ist eigentlich ganz schön. Und wenn man vielleicht auch mal auswandern möchte, wenn man Rentner ist, also wie man als Rentner in einem Land leben kann, das sieht man dann am Schlüssel. Also der Schlüssel ist quasi die Rente. Das kann man auch wieder unterhalb hier so in der Gegenwart, wie man jetzt hier in Deutschland als Rentner leben kann und in Zukunft. Und das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus, weil hier auch die Passivitätskarte dabei liegt. Obwohl man immer hört, Altersarmut und Rentner müssen was dazu verdienen, wird doch da auch eine Wandlung kommen. Okay, also wird ein bisschen mehr wieder auf die älteren Menschen auch Wert gelegt. Weil mein Tipp ist, es muss eine Steuerreform kommen und zwar eine gravierende. Und die wird auch kommen. Und die bringt dann für alle was, sogar für die Rentner. Genau. Oh, sehr schön. Das sieht doch gut aus. Sieht absolut gut aus, genau. Dann freuen wir uns noch aufs zweite Halbjahr und haben dann Weihnachten ordentlich Geschenke unterm Baum liegen. Genau. Da freuen wir uns doch alle schon auf Weihnachten. Jetzt freuen wir uns über einen sehr, sehr schönen Sommer. Und das Schöne ist natürlich auch nachher noch über nachgefragt, dass wir mit euch beiden dann machen werden. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird stimmt, ja, wird eine schöne Runde. Da werden wir Freude haben. Jetzt haben wir für Sie auch was sehr Schönes, nämlich Astro Royal. Astro Royal mit Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Und normalerweise sehen wir dort immer sein entzückendes Live-Bild, sein royales Antlitz. In diesem Fall hören wir ihn aber schon im Hintergrund. Denn der Prinz ist unterwegs, wie so oft, und gerade in London auf dem Flughafen. Deswegen mal kein Bild, sondern am Telefon. Hallo! Hallo, einen wunderschönen Gruß aus London, wo das Wetter nicht schön ist, aber trotzdem die Monarchie immer glänzt. Und heute möchte ich mal ein ganz besonderes Thema anschneiden. Ja, was nämlich nicht glänzt. Was nämlich nicht glänzt, wie du richtig sagst. Ich habe nämlich mal nachgeforscht, ob sich denn die Royals auch mal die Pfoten schmutzig machen oder ob die immer nur schön glänzen mit den polierten Kronjuwelen und seidenen Roben in den leuchtenden Farben. Und tatsächlich auch die Royals machen sich mal die Hände schmutzig. Ist natürlich die Frage, wobei. Also was ich mir noch vorstellen kann, was man ja kennt, so Prinz Charles, ja gerne auch mal bäuerlich unterwegs. Also pflügt er tatsächlich selber die Beete um, gießt er die Pflanzen? Also macht er auch tatsächlich mal so ein bisschen Erdarbeiten? Ja, ganz genau. Du bist bei der Nummer 1 Tätigkeit, wo sich die Royals auch mal die Hände schmutzig machen. Und zwar ist das der sogenannte grüne Daumen. Mhm. Den hat die Königin Elisabeth, den hat ihr Sohn Prinz Charles und den hat vor allem auch der Prinzgemahl der Königin in Dänemark, Prinz Henrik. Mhm. Denn der hat tolles Weingut, ein Chateau in Frankreich. Und da geht er auch wirklich persönlich durch die Weinberge, prüft seine Reben, schnippelt rum und
was sie da alle gemeinsam haben. Wir kennen es alle von der eigenen Gartenarbeit oder vielleicht am Balkon oder am Blumenkistchen. Da kriegt man natürlich dann schon beim grünen Daumen auch mal schmutzige Finger. Und das macht ihnen gar nichts. Der zweite Bereich, wo sich Royals auch mal wirklich außerhalb der Palastmauern bewegen, ist bei den Tieren. Es ist tatsächlich so, dass Pferdeliebhaber wie zum Beispiel Prinzessin Märtha Louise von Norwegen persönlich in die königlichen Stallungen geht, sich dort um ihre Pferde kümmert und dann eben die Pferde auch striegelt und herrichtet. Und genauso ist es bei den Hunden, die werden gekämmt, gewaschen und gebürstet. Das macht zum Beispiel in Dänemark Königin Margrethe, die Dackel sehr liebt, höchstpersönlich. Also es ist nicht alles pipifein und wird an die Dienstboten abgegeben, sondern sehr wohl machen sich auch die Royals mal die Hände schmutzig, und das finde ich sehr schön und sehr menschlich, weil das macht sie eigentlich dann wieder mit jedermann vergleichbar, denn auch wir haben ja viele Aufgaben zu erledigen und die Royals geben nicht alles aus der Hand. Hände schmutzig machen bedeutet ja manchmal auch so die ein oder andere illegale Handlung vollziehen. Das kennt man eher vielleicht von den royalen Angestellten, die vielleicht mal das Tafelsilber oder die Kronjuwelen klauen möchten. Gibt es denn Royals, weißt du da was? Ich habe jetzt keine Geschichte so im Hinterkopf. Royals, die auch mal straffällig geworden sind und sich in der Form die Finger schmutzig gemacht haben? Also die Finger schmutzig machen, dass sie was falsch machen, das gibt's ab und zu. Ne, muss man eins sagen, die Royals sind aufgrund ihrer Position, sie sind ja doch Staatsoberhaupt, das heißt oberster diplomatischer Posten von einem Land, für ganz viele Sachen gar nicht greifbar. Mhm. Mir fällt da zum Beispiel ein Prinz ein, der immer sehr schnell fährt. Aber dieser, der wird da nicht belangt, weil er natürlich eine gewisse Immunität besitzt. Das Gute ist, die Medien berichten dann darüber, berichten auch entsetzt darüber, dass hier wer Privilegien bekommt, wenn er was falsch macht. Und dadurch gibt sowas fast nicht mehr, weil keiner will dann blöd durch die Zeitung gehen. Und da halten sie sich eher dann doch an die Regeln. Und bezüglich mal Finger schmutzig machen, fällt mir noch ein anderer Bereich ein, wo man sagen muss, das ist wichtig, dass hier, wie gesagt, etwas ganz Besonderes gemacht wird. Die Königin von England, die trägt doch immer Handschuhe. Ja, genau. Und dann hat ein Hoflieferant, der diese Handschuhe erzeugt, aus feinstem Leder, mit innen einem ganz weichen Pelz, mal geoutet, warum sie das macht. Und zwar ist das so, Königin Elisabeth muss am Tag bis zu 5000 Hände schütteln, wenn die einen großen Empfang gibt, wenn die wo im Königlichen Theater ist, wenn die wo eine Audienz hat. Und das würde natürlich auch ihr zu viel werden. Und dann drücken ja manche fest zu beim Händedrücken. Das kennen wir alle. Und deshalb hat die Königin von England immer Handschuhe an. Das ist schön sauber, dass sie sich nicht die Hände schmutzig macht sozusagen. Und dann kann niemand so fest zudrücken. Und das hat alles ihr Hoflieferant ausgeplaudert. Und die machen sich manchmal, die verbrennen sich manchmal die Finger, wenn sie zu viel erzählen über den Royal Lifestyle. Denn alle wollen natürlich alles wissen. Was passiert hinter dem Palastmann? Welche Joghurtsorte ist Königin Elisabeth? In welcher Bettwäsche-Marke schläft Königin Margrethe? Und alle diese Details sollten geheim behandelt werden. Das ist dieser Vertrauenskodex mit den Hoflieferanten. Und die verbrennen sich dann manchmal doch die Finger, wenn sie allzu voreilig in die Presse drängen und diese Geheimnisse verraten. Ja, und dann sind sie ganz schnell eben nicht mehr Hoflieferanten, sondern bedienen dann nur noch das Bürgertum und dürfen sich dann ein paar andere Kunden suchen. Ja. Mein Lieber, weil uns das ja auch immer alles interessiert, das royale Geschehen, bist du ja auch immer gerne bei uns. Ganz lieben Dank, dass du auch jetzt, wo du unterwegs bist, gerade in London auf dem Flughafen, auf dem Flug zum nächsten Ziel, auch immer für uns noch da bist, immer Zeit hast. Viel Freude bei den weiteren Reisen und wir sehen und hören dich vielleicht nächste Woche wieder. Ja, gerne. Und ich bin jetzt am Weg nach Salzburg, wo die neue Bar meiner Familie, die Art Bar, in der Gstettengasse öffnet. Und jeder Zuseher von Leichter Leben oder Astro TV, der zur Öffnung am Freitag oder Samstag vorbeikommen möchte, ist eingeladen auf ein gratis Getränk. Also das ist natürlich
eine ganz spezielle Möglichkeit, auch nochmal vielleicht mich persönlich zu treffen. Oder sonst bin ich als Questico-Berater sowieso immer gut online erreichbar. Dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Vielleicht dann dem Kellner das Stichwort leichter Leben zuflüstern oder leichter AstroTV. Leben und ja. AstroTV. Und mit diesem Stichwort gibt es ein Freigetränk. Also kann sich jeder einmal hier umschauen, auch ohne in die Tasche greifen zu müssen. Das ist so mein Geschenk an unsere treuen Seher. Also, und unsere Stamm. Was für eine schöne Einladung. Ab nach Salzburg in die Artbar. Ganz herzlichen Dank dafür und bis ganz bald dann. Viel Freude Danke, am Wochenende bei der Einweihung. Danke, tschüss. Tschüss. Gut. Ciao. Ja, die Artbar in Salzburg. Können wir eigentlich mal hingehen, ne? Ja, ich weiß eh gerne. Siehste, also dann haben wir am Wochenende schon was vor, geht's nach Salzburg. Jetzt haben wir für Sie nachgefragt. So. So, wir machen jetzt nachgefragt. Eigentlich wollten wir mit dir einmal ganz alleine nachgefragt machen und dann mit euch beiden Tischgespräch. Ich habe das wieder verbaselt, Entschuldigung. Ja, ich habe hier alle in völlige Aufregung verbracht. Aber dann machen wir mit euch beiden nachgefragt und auch noch das Tischgespräch nachher. Oder? Okay. Wenn wir euch schon hier zusammen haben. Gern. Jetzt hast du dein Wasser gar nicht und darfst mit Sicherheit nicht von der Fruchtschorle trinken. Ich bin ja nicht giftig, aber... Nee, aber du hast ja auch noch lange durchzuhalten. Danke dir. Und Dagmar auch, du bist gleich nach unserer Sendung auch wieder bei AstroLife, ja, von ne? 15 bis 17 noch. Mhm. Meine Güte. Ja, ein bisschen Marathon heute. Schwere Arbeit, ja, heute. Das ist unfassbar. Und du dann die ganze Nacht noch. Genau, ich löse dich, glaube ich, ab. Und ach, dann, echt, ja? Ich bin bis 1 Uhr nachts immer so abwechselnd mal da. Schön genau. Im Wechsel dann unterwegs. Also, wer die beiden... dann mit einer Beratung sehen möchte, einfach daran anrufen. Jetzt frage ich mal etwas nach, hole die Fragen, die ich auch noch nicht kenne, hat mir die Redaktion zugeliefert. Wir können erstmal so ein Entweder-Oder machen. Mhm. Wollen wir mit der Dame anfangen? Genau. Stefan? Ja, ne? Das ist immer so das Höfliche. Das ist sehr gut, das frage ich mich auch immer, jetzt so im Sommer. Strand oder Berge? Strand. Strand. Mhm. Ist auch tatsächlich, also im Sommer oder gibt es da Unterschiede so im Jahreszeitenmäßig, wann du wohin fährst? Also ich bin schon, ich bin ja Halbspanierin und auch ein Spanien-Fan. Und deswegen bin ich eigentlich sehr gerne am Strand zu jeder Jahreszeit. In Spanien gibt es ja auch ein paar schöne Berge. Ja, noch. Ja, also auch mal, aber ist nicht so, Berge ist nicht so deins? Kann man mal machen, vielleicht einmal alle 10 Jahre vielleicht. Also definitiv Strand, so hört sich's an. Mhm. Tee oder Kaffee? Kaffee. Bin ein absoluter Kaffeetrinker. Viel davon? Geht's gleich morgens? Also du bist kaum aus dem Bett, schon ist der erste Kaffee drin, oder? Nicht viel, aber besonderen Kaffee. Also okay. Ich bin öfter in Hamburg, da gibt es so einen Kaffeeladen, wo es auch Kaffee mit Haselnusskaffee gibt oder ganz ausgefallenen Kaffee. Ja. Und ich liebe auch Espresso, weil Espresso macht jetzt bei mir abends nicht müde. Ich kann wirklich bis in die Nacht Espresso trinken. Und man sagt ja auch, Espresso macht nicht müde. Und Kaffee macht nicht wach, oder? Macht nicht wach, genau. Umgekehrt. Und Kaffee macht wach. Kaffee macht wach, ne? Ja. Das geht mir auch so. Also Espresso kann ich auch nach dem Essen abends immer noch gut trinken. Genau. Und ich kann dann trotzdem schlafen. Ja, Espresso ist immer eine gute Variante. Also immer besonderen. So könntest du sagen, so eine Tasse Kaffee oder ein Becher Kaffee am Tag oder wird es mehr? Nee, schon ein bis zwei. Ja. Also ich nicht exzessive, aber... Sind es dann große Becher oder eher kleine Tassen? Mittel. Auto oder Motorrad? Auf jeden Fall Auto. Auto. Hast du überhaupt Motorradführerschein? Nein. Nein, siehst du. Würdest du auch, also war auch nie mal eine Idee, dass das... Ich bin kein Motorradfan. Nee. Also ich habe Freunde... Die Fahrmotorrad, da fahre ich gerne mal hinten drauf. Aber ansonsten bin ein Autofan. Ich fahre sehr, sehr gerne Auto. Und auch wirklich mal so längere Autoausflüge, richtig? Ja, also so. Mit Serpentinen und allem, wo man so, ach, das ist auch eine schöne Ausflugsfahrt? Oder Autofahren nur als direktes Ziel? Also ich fahre sehr, sehr gerne Auto. Ich fahre ja öfter mal nach Düsseldorf und ich fahre lieber nach Düsseldorf, als ich fliege. Ne? Ich habe einen Freund, der sagte, flieg doch lieber, ne? Ist doch eigentlich auch günstiger, aber fahr lieber Auto. Mhm.
Du auch lieber Auto? Also fährst du gerne Auto? Ich liebe Autofahren. Auch lange Strecken. Bei dir wäre es jetzt Hund oder Katze? Erst Hund, jetzt Katze. Also das hat sich gewandelt. Mhm. Meine zukünftige Frau, die hat immer Katzen gehabt. Und als Kind und Jugendlicher mochte ich immer Hunde. Und dadurch wurde ich an die Katzen rangeführt. Und wir haben jetzt auch so einen Perser-Mix. Den haben wir bekommen, weil der misshandelt wurde. Und dann haben wir ihn genommen, also sie genommen. Und die ist auch süß. So eine Karl-Lagerfeld-Katze ist das. Also Perser und ist noch irgendwas drin. Ist aber besser eine Karl-Lagerfeld als so eine Blofeld-Katze, ne? Vom ja, Bösewicht genau. Aus James Bond. Der hat doch auch immer so eine dicke Perser-Katze auf dem Arm gehabt. Stefan als Blofeld demnächst in Bonn zu sehen mit der Perserkatze. Schönes Bild. Aber dann könntest doch, wenn deine Freundin dich quasi an die Katzen herangeführt hat, könntest du deine Freundin doch auch, sie wird ja bald deine Frau sein, möglicherweise auch mal an die Hunde führen. Also ihr könntet beides haben. Oder wird das dann zu viel? Es wird zu viel, weil sie ist viel beruflich tätig, ich ja auch. Und dadurch ist, glaube ich, Katze ganz gut. Ja, Katze ist dann etwa, also die können sich selbst entertainen. Ne? Also mit dem Hund muss man ja immer viel, viel tun, auch rausgehen. Mhm. Katze können sich gut miteinander beschäftigen. Die Regie sagt gerade, wir machen eine Werbung. Ja, dann machen wir Werbung und gehen dann gleich mit Nachgefragt weiter. Das ist doch eine passable Idee, das machen wir so. Das Mandala ist ein Mittel, um die Weisheit und Inspiration in sich zu fördern, um innere Klarheit zu finden, zur eigenen inneren Mitte zu finden, den eigenen Impulsen zu folgen und um seine Intuition zu schulen. Mandalas von Astrologin Astrid Obersteiner. Bestellen Sie jetzt unter 0800 72 444 97. Du möchtest wissen, was deine Zukunft bringt? Mit der Fortunica-App findest du die Antworten zu all deinen Fragen. Schreib mit echten Beratern und erfahre, was deine Zukunft bringt. Hol dir jetzt die kostenlose Fortunica-App für dein Smartphone. Fortunica, dein täglicher Begleiter für spirituelle Fragen. www.fortunica.de. Ich bin schon wieder im Redefieber und ich bin gerade wieder zur Aufmerksamkeit und zur Ordnung gerufen worden. Jens! Ja, ich bin ja da und jetzt machen wir nachgefragt. Mir wird dann immer vorgeworfen, dass ich zu viel nachfrage, dass wir gar nicht zu wahnsinnig viel Fragen kommen. Ich habe aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Fragen sind es nur. Das weiß die Redaktion inzwischen, dass ich eh nicht viele Fragen stelle. Und weil ich jetzt auch wieder so viel rede, ne? Ja, ist ja gut. Ich stelle die erste Frage direkt an Dagmar. Wenn du in irgendeiner Epoche wiedergeboren werden könntest, in welcher wäre dies und warum? Oh nee, jetzt möchte ich wiedergeboren werden. Ich möchte nirgendwo in die Vergangenheit. Nee, ne? Ist doch jetzt am schönsten. Gibt es vielleicht eine Epoche in der Zukunft, die du dir vorstellen kannst? Nee, ich möchte im Hier und Jetzt bleiben. Da bin ich am sichersten. Also hier dann auch, also dann auch in Deutschland wiedergeboren oder auch mal woanders? Das ist doch gut hier. Ja. Ja, ich finde es schön. Kann man akzeptieren, ne? Ja, ich habe ja die Möglichkeit, hier in Deutschland auch ins Ausland zu gehen, wenn ich Lust habe. Ne? Aber in Deutschland ist es doch gar nicht so schlecht. Überhaupt nicht. Ich finde es toll. Für mich ja auch wohl. Wetter könnte besser sein, natürlich. Ja. Ne? Aber dafür haben wir ja die Möglichkeit eben. Wir haben ja Reisefreiheit. Genau, das richtig. Das ist das Schöne. Und dann Reisepass habe ich jetzt auch neulich beantragt, also es dürfte jetzt bald wieder losgehen. Das heißt, du warst vorher Gefangene in Deutschland. Ja, ich hatte, mein Reisepass war irgendwie, ich weiß nicht, er war weg. Weg und abgelaufen. Ja, weg, beides. Wie sieht es bei dir aus? In welcher Epoche würdest du wiedergeboren werden wollen? Gerne im Mittelalter. Okay, ich kann es dir auch begründen, warum. Ja, weil ich habe Germanistik studiert und ich wurde so gequält während meinem Studium mit Mittelhochdeutsch. Ich habe das nicht kapiert, ich habe es gerade mit einer 4 abgeschlossen. Oh Gott. Und ich wäre gerne ein Hofnarr, einfach mal zu gucken, ob ich Comedy-Talent hätte und um mal gescheit Mittelhochdeutsch zu lernen. Walter von der Vogelweide musstest du dann mit Sicherheit, ich zoch mir einen Falken, mehre dann ein Jahr und so. Genau. Und Minnesang. Genau. Ja. Obwohl ich auch, also wie du siehst, aber schon zu Schulzeiten. Ich musste dafür nicht mal zur Uni. Ich mochte den Minnesang immer, aber ich musste die Übersetzung lesen. Aber du hast ja wahrscheinlich, es hat dir immerhin so viel gebracht, dass du deiner Frau mit Sicherheit diesen Antrag auch fast Minnesangartig gemacht hast.
Da war der Ring, habe chinesisch Essen geholt und habe in einen Glückskeks dann reingeschrieben, willst du mich heiraten? Also das hat nichts mit Minnesang zu tun gehabt. Schon mal in reduzierter Form. Genau. Aber immerhin. Aber im Mittelalter gab es keine Heizung. Stimmt, ja. Das ist das Allerschlimmste. Und auch keine Glückskekse. Nee. Ja, genau. Und trotzdem wurde geheiratet. Wenn du eine Superkraft hättest, welche würdest du nehmen? Eine Superkraft? Welche würde ich nehmen? Also ich glaube, ehrlich gesagt, die Kraft hier, also eigentlich möchte ich wirklich richtig hell sehen können. Ja. Richtig hell sehen können, um den Menschen zu helfen. Ja? Ob das jetzt auch immer so gut ist, weiß ich nicht. Ne? Aber eigentlich das würde ich haben wollen. Ich bin ansonsten bescheiden, glaube ich. Ja? Also ist eigentlich alles, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Also nicht gesagt. Den Röntgenblick von Superman oder so. Um Gottes Willen, nee. Aber so eine Hellsicht, um wirklich manchen Menschen zu helfen, ja, wirklich sehr gerne. Unsere Hellsicht ist ja auch immer begrenzt. Ja. Und bei dir? Ich hätte gern Schlaflosigkeit, weil ich schlafe zu viel. Ich finde das eine Superkraft, weil ich irgendwie interessiert bin in allem Möglichen. Und wenn ich nicht schlafen müsste, weil ich brauche meine 8-9 Stunden Schlaf und am besten noch länger irgendwie. Verlorene Lebenszeit. Okay. Ja, und ich schlafe mein dreiviertelstes Leben irgendwie und deswegen finde ich das eigentlich. Also das ist eine Knallerantwort. Bei Superkräften rechnest du mit allem, aber nicht, dass jemand Schlaflosigkeit als Superkraft sieht. Ja, sehr schön. Du schläfst zu viel. Ja. Naja, Gott. Wer es mag? Ja, Regie sagt mir gerade Garfield. Isst du auch viel Lasagne? Nein. Ich esse nur bei einem Italiener Lasagne. Das ist, der macht die weltbeste Lasagne, finde ich. Und, genau. Und bei dem schläfst du dann auch direkt nach dem Lasagne-Essen ein. Ich habe es nicht weit nach Hause. Das ist doch wunderbar. Sehr schön. Fliegen würde ich gerne können. Also so eben wie Superman. Also das wäre auch ganz nett, finde ich. Das stimmt. Oder? Aber das passiert im Schlaf dann immer. Da fliege ich ab und an mal. Fallschirmspringen finde ich toll. Da wäre wieder bei mir so, nee. Ja, echt? Ja, ich weiß nicht, wie es wäre. Also wir fliegen ja alle ab und an mal, so ja. Im Flugzeug sind wir unterwegs. Aber mir dann vorstellen, ich springe da freiwillig mit dem Fallschirm raus. Das finde ich toll. Okay. Hast du es schon mal gemacht? Ja, habe ich schon gemacht. Ja, siehst du? Ja. Also ich habe sogar damals, es ist so ein toller Adrenalinkick, ne, dass ich damals dachte, Mensch, das musst du auf jeden Fall wiederholen. Und dann hat mir aber jemand gesagt, pass auf, davon kannst du süchtig werden. Ja, ne? Und ich habe gemerkt, ich neige wirklich zu dieser Sucht und deswegen habe ich damit aufgehört. Ne? Ja. Aber ich finde es toll. Also tatsächlich, einer Freundin von mir ging das so. Ja, du kannst Haus und Hof verspringen. Die ist inzwischen, ja. die ist auch Instructor oder die hat alle möglichen Kurse und das sowas gemacht. Das ist gefährlich, ja. Ja, das geht dann wohl ratzfatz. Die Regie sagt mir, wir sind schon wieder durch, das ist unfassbar. Ich habe doch erst 2 Fragen gestellt. Das ist sehr ungewöhnlich eigentlich. Wir haben noch den Spruch des... Nein, Verlosung! Die Verlosung! Wir haben noch so schöne Preise. Wir haben nämlich von Astrovel den Löwetee, natürlich passend gerade zum Sternbild, und das Venuskraft-Basenbad. Ganz herzlichen Dank, Astrovel. Und das können Sie gewinnen, wenn Sie folgende Frage beantworten. Vollende den Satz, leichter Leben, Zeit für A, mich oder B, dich. Stichwort ist leichter Leben und die richtige Antwort bitte dann auch gleich mit auf die Postkarte und schicken diese an AstroTV Leichter Leben 10452 Berlin. Einsendeschluss ist der 24. August. Schreiben Sie auf Ihre Postkarte bitte auch die Telefonnummer und oder Adresse, damit wir Sie im Gewinnfall erreichen können. Und Ihnen dann diesen wunderbaren Preis zuschicken können. Der Spruch des Tages auch direkt hinten dran. Es geht nicht darum, wie hoch du springen kannst, sondern wie hoch du glaubst, dass du springen kannst. Ja, Glaube versetzt Berge und eben auch macht Hindernisse kleiner manchmal. So, wir sind durch. Menschenskinder, ich hätte noch so viele Fragen an euch. Ich mache noch mal eine. Ja, schreibt mir die Regie dann immer blutige Ohren. Das war's für heute. Ganz lieben Dank euch. Also wir sehen euch heute bei Astro Live noch den ganzen Tag bis in die Nacht hinein. Ganz lieben Dank dafür, dass ihr da wart. Heute bei mir bei Leichter Leben. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, um 14 Uhr Leichter Leben. Zeit für mich. Und für dich auch. Und für dich. Und dich. Wir machen noch Fotos, ne? Ja. Auf jeden Fall. Schönen Tag heute noch. Viel Spaß.